6 Uhr morgens im schwäbischen Nattheim bei Heidenheim. Busbabe Nicole bereitet sich auf ihre heutige Tour vor. Zum ersten Mal geht's für sie mit dem FC Bayern Fanclub nach München zum Spiel. Der Fanclub gehört zu den Stammgästen der Firma, für die Nicole erst seit gut einem Monat fährt. Die Fahrgäste kennt sie noch nicht. Gehört hat sie Beunruhigendes. Die sollen auch ein bisschen kompliziert sein. Deswegen ist es heute wieder ganz besonders aufregend. Und vor allen Dingen auch in München, wenn ich die zuerst abgesetzt habe, wo kann ich dann da parken, weil heute wird sehr, sehr viel los sein. Und die Gruppe, ja, da habe ich so ein bisschen gemischte Gefühle, aber eigentlich bin ich guter Dinge, dass ich da gut ankomme. Vor allen Dingen, weil ich mich ja auch heute ein bisschen dementsprechend angezogen habe. Für die gebürtige Rheinländerin gehört Kostümieren zum guten Ton. Dagegen ist ihr die kurze Strecke nach Herbrechtingen im Landkreis Heidenheim noch nicht vertraut. Wir haben noch knappe 2 Kilometer, wenn das Navi mich denn hoffentlich richtig leitet. Ja, das ist immer wieder aufs Neue der Überraschungseffekt. Wo ist die Adresse? Findet man die genau? Guten Morgen. Entschuldigen Sie bitte. Könnten Sie mir gerade sagen, wo die Feuerwehr ist? Dahinter. Okay, vielen Dank. Danke. Da geht's schon los. Da müssen wir irgendwo drehen. Na, wunderbar. Fahr bitte, damit ich drehen kann. Vielen Dank. Geht's dann einmal rückwärts. Immer sehr ärgerlich, wenn man mit dem Großen hier mal eben irgendwie drehen muss. Ein Leben ohne Bus ist möglich, aber absolut sinnlos. Ach, da sind wir. Wir sind da. Die Mitglieder des Fanclubs Red Sun Bohlheim warten schon. Morgen. Guten Morgen. Ich bin begabt. Nicole, pass auf. Pass noch mal raus. Du fährst rückwärts dahin her, dann können wir nachher den Bus beladen und alles. Wir fahren dann vorwärts weg. Die Hälfte schon. Clubchef Gerd beißt die rote Rampenfrau ein. Die lässt es sich nicht nehmen, jeden Fahrgast einzeln zu begrüßen. Guten Morgen. Ich bin sofort da. Morgen. Hallo, guten, guten Morgen. So, guten Morgen zusammen. Nicole. Hallo. So, jetzt. Nicole, guten Morgen. Nicole, guten Morgen. Guten Morgen. Nicole. Nicole. Morgen. 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 Die erste Haltestation in München ist zwar ein Biergarten. Aber was wäre eine Fußballfahrt ohne das bayerische Kulturgut? Ich habe jetzt die letzte Zeit immer sehr ruhige Touren gehabt. Dementsprechend freue ich mich da heute sehr drauf. 150 Kilometer liegen vor der rot-weißen Reisegruppe. Bei Heidenheim geht es auf die A7. Dann über die A8 direkt in die Münchner Innenstadt. Und von da am Mittag im Stadtverkehr bis ins Stadion. Wenn alles glatt geht, dauert die Fahrt ca. 2,5 Stunden. Der Start ist allerdings ein Schuss ins Blaue. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Oh, das ist der Wahnsinn, wenn die Sonne so tief steht. Dass sie halt morgen im Osten aufgeht, ist schade. Und am Abend ist es auch so schlimm mit der Sonne. So, ich muss euch kurz stören. Also, Servus, grüß Gott, ich bin die Nicole. Ich heiße euch hier alle miteinander herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich euch heute
nach München fahren darf. Ich bin auch ein, ja, sagen wir mal, kleiner Fan, viel durch meinen Vater, der war ein ganz, ganz großer Fan. Ich habe mit dem sehr, sehr viel Bayern München geguckt, deswegen, wie gesagt, ich freue mich sehr, sehr und hoffe, wir haben heute einen schönen Tag zusammen. Ach, das ist heute mal richtig schön, statt immer die Rentner zu fahren. Bisher geht's jedenfalls gesitteter zu als auf jeder Kaffeefahrt. Aber irgendwas ist ja immer. Sind die Mitreisenden im Bus brav, lauert der Ärger eben außerhalb. Ja, da kommen wieder hier die Spezialisten jetzt. Man achte, es geht sowieso die Spur weiter, aber er muss sich ja noch unbedingt vor mich drängeln. Spezialisten, sage ich dann immer. Nach 2 Stunden Fahrt ist Schluss mit kleinen Ärgernissen. Kurz vor der Einfahrt nach München warten die Großen. Und das ist erst der Anfang. Nicole muss mitten in die Innenstadt. Ah, jetzt kommt wieder die besonders schöne, enge Baustelle. Die liebe ich. Mal gucken. Letztens bin ich die mit dem kleineren Bus gefahren. Das war ja schon eine Herausforderung. Gerd, ich muss geradeaus durch, ne? Ja, klar. Aber das gibt jetzt einen Spaß. Hatte ich letztens schon mit dem kleinen Bus Spaß. Ja, ist ein bisschen eng. Ich habe keine Probleme mit dir. Geht doch schon. Geht schon. Großstadtdschungel hier, bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Ich bin das Ländliche jetzt gewöhnt. Olé, super FCB. Busbabe Nicole ist mit dem Fanclub Red Sun Bohlheim auf dem Weg nach München. Die Haarfarbe passt, die Straßenverhältnisse weniger. Erste Station ist ein Biergarten mitten in der Stadt. Und wenn ich dann sowas hier hab, da bin ich dann immer froh, wenn es wieder Richtung Heimat geht. Sowas hier brauche ich gar nicht mehr. Ich muss hier gerade ein bisschen sehr Acht geben, weil es sehr, sehr eng ist. Oh, es ist so mörderisch eng hier. Ich frage mich manchmal, ob die echt wissen, dass hier ein Bus lang fährt. So, da werden wir durch. So, also ihr Lieben, ich schmeiß euch da jetzt gleich geschwind raus und dann komme ich auch nach. Aber ich wünsche euch schon mal viel Spaß, falls ich den einen oder anderen da nicht sehe. Also lasst krachen, Leute. Ciao. Ciao. Ciao, viel Spaß, bis gleich. Ciao, bis gleich. Nicht so viel trinken, ne? Natürlich nicht. Die Damen und Herren wollen schließlich später noch zum Spiel gegen Köln. Nicole muss jetzt erstmal den Parkplatz finden. So, jetzt muss ich mal schauen, wo dieser Rundfunkparkplatz ist. Rechts kann ich sowieso nicht. Weil da kommt eine Brücke 3,5 Meter. Dann muss ich links. Anders geht's nicht. Aber das müsste richtig sein. Das müsste richtig sein, hoffe ich. Ja, Mensch, fahr doch, du Depp. Mein Gott. Es ist sehr, sehr schwer, gerade hier in diesem Großstadtdschungel München. Und gerade noch bei solchen Veranstaltungen dann den Bus irgendwie abzustellen, ist recht nervenaufreibend. Aber das Wichtigste ist erledigt. Ich habe die Fahrgäste erstmal abgesetzt, pünktlich, so wie sie ihren Termin da hatten. Und der Rest ist dann erstmal nebensächlich. Ich werde es schon hier schaffen, den Bus irgendwie abzustellen. Hauptsache, meine Fahrgäste sind erstmal pünktlich und sicher an ihrem Ziel. Top, da kann ich direkt drehen. Juhu. Mir stellt sich nur die Frage, wie ich nachher wieder auf die Seite komme, wo ich die jetzt rausgelassen habe. Erstmal parken. Alles andere findet sich auch später. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt einmal ein Stück rückwärts.
nicht so schlimm. Das kriegen wir alles hin. Sonst wäre ich ja nicht die Nicole. Und zack sind wir auf der Seite, wo wir hinwollen. Perfekt, er steht. So, der Kleine hat Pause, so wie ich dann auch. Alles ausmachen. FC Bayern München, rot, roter Lippenstift. Muss passen. Eigentlich freut sich die 42-Jährige auf eine gemütliche Mittagspause im Biergarten. Doch der Bus spielt nicht mit. Die Tür lässt sich nicht abschließen. Und so muss Nicole wohl ihre Pause am Bus verbringen. Irgendwie macht die Elektrik gerade ein bisschen schlapp. Elektrik halt. Ich muss mal gerade auf die Uhr schauen, den Zeitplan etwas im Blick halten. Kurz vor 12, in gut 3 Stunden beginnt das Spiel in der Allianz Arena. Bis dahin muss der Bus wieder spuren. Ich lasse den mal einen kurzen Moment in Ruhe. Ob es sich dann beruhigt.